So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 17. September 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir wieder einen Blick auf die Märkte uns gönnen und natürlich die gestern thematisierten, dann überraschend veröffentlichten Retail-Sales-Zahlen, die Einzelhandelsumsatz aus den USA zum Thema machen, die der potenzielle Haupttreiber tatsächlich für den bärischen Impuls in Gold waren, den Break unter die 1780er-Marke, die hatten wir gestern herausgestellt gehabt. Und dann wurde nahezu in einem Flush wurde der Bereich um 1750 US-Dollar pro Feinunze abgelaufen. Warum, wieso, weshalb? Damit wollen wir uns in den folgenden Minuten natürlich detailliert auseinandersetzen. Eventuell ist das jetzt dann der Wink mit dem Zaunpfahl, der dort ganz deutlich macht, dass es ein Taper seitens der Fed geben wird, wobei der jetzt eigentlich nicht so überraschend kommt, nachdem wir letzte Woche Freitag schon bereits den entsprechenden Zeitungsartikel hier, ich glaube im Wall Street Journal zum Thema gemacht gesehen haben. Aber das, was jetzt natürlich noch so ein bisschen hier die Frage ist, ist, wie hoch wird er denn dann ausfallen? Das heißt also, wie schnell wird die Fed hier ihre geldpolitischen Bemühungen zurückfahren? Bis jetzt wirkt sich das in keinster Form, in irgendeiner Form auf den Equity-Bereich aus. DAX weiterhin stabil, um 15.700 Punkte. Sieht auch nicht danach aus mit dem heutigen Verfall. Hexensabbat ist heute, dass wir dort in irgendeiner Form uns deutlich nach oben oder unten, je nachdem, abstoßen. Heute Morgen einen Versuch gestartet, über die 15.800 zu laufen. Der ist abgewehrt worden. Wir sind jetzt zwischenzeitlich sogar intraday wieder eher auf die Short-Seite gewandert. Also das heißt zumindest nach meiner Vorteilsidentifikationsherangehensweise. Auch da werfen wir einen Blick drauf, Blick auf die US-Märkte natürlich. Und ja, bevor wir offiziell starten, hier einmal zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und ausgehend von der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehend schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon sind diese Produkte nicht für jeden geeignet, ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil, setze man sich zunächst einmal mit diesen Produkten auseinander, stelle fest, ob man nicht so den Handel versteht in der Tiefe, sondern ob dann eben ausgehend von der persönlichen Risikoneigung sie sich auch für den eigenen Handel eignen. Und dann beginne man mit einem Demokonto, sofern man für sich entscheidet, das passt. Markets.com/de, zum einen vollständiger Risikohinweis, zum anderen natürlich auch dort Informationen zur Produktpalette über CFDs, FX hinausgehend, physische Aktien, ETFs, also die Investlösung, Multi-Asset Brokerage, wie das heutzutage heißt. Weitere Informationen rund um Markets gerne per E-Mail an Elena. Wenn ihr Fragen rund um die Märkte haben solltet, nutzt gerne die Möglichkeit, unterhalb dieses Videos in der Chatbox diese zu stellen. Was haben wir noch? Twitter haben wir, haben E-Mail, wir haben Forum, jk-trading.com/forum, das ist meine Webseite, da könnt ihr gerne mir dann eure Fragen stellen zu Märkten, die ihr auch gerne beleuchtet sehen wollt. Ja, und dort findet ihr dann übrigens auch, wir wandern einmal hier in die Markets X Handelsplattform. Dort findet ihr dann auch den neuesten Blogartikel auf der Webseite zum Thema, was zeichnet erfolgreiche Trader aus? Es ist eine, das muss ich mal ganz kurz überlegen, 7 oder 8 Teile habe ich tatsächlich. Ist der vierte Teil innerhalb dieser Serie auf jeden Fall. Ich habe jetzt den Link gerade hier eingestellt. Im Hinblick auf kognitive Stärken, wenn das immer so ein Thema gemacht wird, was das sein könnte. Ich will das mal ganz kurz hier reinholen. Also Selbstbewusstsein ist ein großes Thema im Hinblick aufs Trading generell. Und jetzt ist es dann eben so, dass wir ausgehend von unseren kognitiven Stärken, die natürlich verschiedenartig gelagert sind. Der eine ist hier in diesem Zusammenhang recht schnell in seinem Denken, so formuliere ich das mal ein bisschen gröber. Und der andere, der ist eher der, ich sag mal, analytische Typ. Das heißt also, durchdenkt erst, bevor er eine Entscheidung trifft. Und genau hier gibt es dann eben entsprechend kognitive Stärken bzw. Schwächen. Die lassen sich testen, beziehungsweise die kann man herausfinden. Da gibt es eben entsprechende Tests. Ich selber arbeite da auch zum Beispiel mit einer App. In diesem Zusammenhang BrainHQ ist ziemlich cool, weil du nutzt dein Smartphone einfach mal für sinnvolle Dinge. Also das heißt, wenn ich in meinem Smartphone rumtippe, dann ist das bedauerlicherweise immer noch verhältnismäßig oft, dass ich irgendwelche Social-Media-Kanäle oder sonst dergleichen durchscrolle und mir da irgendwelche Informationen eben diesbezüglich ziehe. Aber hauptsächlich versuche ich eben das Smartphone für sinnvolle Dinge zu nutzen und in dem Fall eben dann, um meine kognitiven Stärken eben weiter zu schärfen, beziehungsweise meine Schwächen eben weniger schwach zu gestalten. Und also aus der Perspektive, wie gesagt, darum geht es in diesem Blogartikel, wie man das rausfinden kann, was das dann mit Trading zu tun hat und dergleichen. Die Informationen hier findet ihr entsprechend in diesem Blogartikel. Auch hierzu gerne, wenn Fragen sind oder auch hier zu den Apps zum Beispiel, die ich zum Thema mache oder diesen Tests. Uns gerne die Möglichkeit, dort auch entsprechend diese Fragen dann entsprechend zu formulieren. Wir, wie gesagt, gehen jetzt einmal ganz kurz hier, nicht nur ganz kurz, sondern in den folgenden Minuten intensiv auf den DAX ein, beziehungsweise dann ganz besonders auf Gold. Ich mache das mal ganz kurz hier so, passt das alles mal an.
Und schaue jetzt mal eben hier in die Chatbox, ob alles gut übertragen wird. Das sieht schon mal sehr fein aus. Hier schaue ich auch einen Moment. Oh, das funktioniert auch alles so, wie es soll. Sehr schön. Also, sollte sich das in irgendeiner Form ändern, lass mich das bitte gerne über die Chatbox hier einmal wissen. Also, das ist das Bild hier auf 5-Minuten-Basis, von dem ich gerade sprach, von wegen Drop unter den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis an dieser Stelle ausgehend, wovon ich jetzt hier den Rückschluss ziehe, dass der Vorteil erstmal auf die Short-Seite geswitcht ist. Die Attacke auf die 15.8 rund gesprochen, 15.780, 15.800er Region hat hier stattgefunden heute früh, aber der Follow-Through blieb aus. Wir sahen einen kurzen Spike, in dem Fall auf neue Wochenhochs, also wir sind kurz in dem Bereich auf und dann auch leicht über diese Hochs von Montag eben hier gelaufen, ganz knapp, und sind dann entsprechend eben hier wieder allerdings in Richtung der 15.700er Region gedroppt. Und ja, Hauptgrund potenziell eben der heutige Verfall. Wenn wir uns den Handel jetzt über die letzten Handelstage hier anschauen, wir haben einerseits, ich mache das mal ganz kurz nochmal auf, so, wir haben einerseits zwar festgestellt, dass das Open Interest geschriebener Calls und auch das Open Interest geschriebener Puts an dieser Stelle verhältnismäßig gering tatsächlich ausfällt, aber unweigerlich erkennbar ist, dass wir eben auf die 15.700er Marke wie festgetackert scheinen. Einfach, wenn wir uns den Handel der letzten Handelstage anschauen. Das heißt also, es müsste schon sehr überraschen, dass das nicht in irgendeiner Form auf eben den heute anstehenden Verfall eben hier zurückzuführen ist. Wie auch immer geartet, bis 13 Uhr würde ich jetzt mal keine größten Schwankungen eben erwarten oder einen konkreten starken Breakout in irgendeiner Form auf der Oberseite, irgendwie bullische Action erwarten, wobei von 15.800 Punkten die erste Attacke ist abgewehrt worden und bis 13 Uhr sollte es hier auch keine weitere ernsthafte Attacke geben, so zumindest meine aktuelle Einschätzung. Das gleiche gilt aber auf der Unterseite, die 15.600er Region, also das heißt, jetzt in den folgenden Minuten, also folgenden 2 Handelsstunden dann in dem Fall, wir haben jetzt fast 11, ist keine große Wohler in irgendeiner Form zu erwarten. Dann schauen wir einfach mal, ob wir vielleicht eine ähnliche Überraschung zu sehen bekommen, wie wir sie letzte Woche am Freitag zu sehen bekommen. Gestern auf jeden Fall war es zunächst einmal so, da kommen wir nochmal ganz kurz zurück hier. Es war alles in allem eigentlich kein so spektakulärer Handelstag, aber nichtsdestotrotz hatten natürlich die Retail-Sales, also die Einzelhandelsumsätze in den USA, die da 14.30 Uhr veröffentlicht worden sind, interessanterweise eine bullische Reaktion nach sich gezogen. Interessanterweise deswegen, also wir sind etwas übergerollt, so möchte ich es mal nennen, also wir pendeln auch schon um die 15.7 und wir droppten leicht darunter und dann kam es eben zum Schub zurück und zur Markierung neuer Tageshochs dann in den Folgeminuten kurz bis zur US-Eröffnung, nur um dann anschließend wieder runterzurollen. Und eben hier den Handelstag, Xetra, Fall Xetra DAX an der Stelle, eben hier im Bereich der Tagestiefs bis dahin jedenfalls zu beschließen. Sind in den Abend nochmal stabiler reingekommen, aber alles in allem choppiger Verlauf. Was wie gesagt interessant ist, ist, dass die bullische Reaktion hier auf diese Retail-Sales-Zahlen gestern erfolgte. Die ist deswegen überraschend, weil wir ja mit diesen starken Retail-Sales-Zahlen eigentlich jetzt eine Wahrscheinlichkeit sehen, dass ein Taper wahrscheinlicher wird, also beziehungsweise auch die Größenordnung eventuell größer ausfällt, als das bis jetzt vom Markt eben antizipiert worden ist. Gehen wir nochmal ganz kurz in die Details. Also, ich habe hier einmal, das habe ich gestern geretweetet gehabt von Jerome Blokland an der Stelle, erstmal die Retail Sales an dieser Stelle, Month on Month sind die veröffentlicht worden, also hier kann man sehen, MOM, deswegen fällt die Zahl ein bisschen kleiner aus, das ist aber eine wesentlich ausdrucksstärkere Zahl eben an der Stelle, als wenn wir uns diese Zahlen auf Jahressicht eben tatsächlich anschauen. Und was wir eben gesehen haben, war, dass wir dort einen Print gesehen haben, 0,7%. Erinnert euch dran, die Erwartungshaltung hier lag bei minus 0,7. Und ich sagte in dem Zusammenhang, mal gucken, vielleicht, ohne jetzt den Stimulus und dergleichen, erinnert euch da diesbezüglich dran, sagte ich, vielleicht eine Überraschung auf der Oberseite irgendwo in den Bereich um 0% vielleicht. Das ist jetzt zwar eigentlich kein positiver Print, aber zumindest mal würde er die jüngste Entwicklung hier und dieses Subdued Growth, nennen wir es mal an dieser Stelle, also diese hohen Erhebungen hier, das sind eben die in Anführungsstrichen Stimulus-Erhebungen, wo die US-Regierung eben diese 1.200 bzw. 1.500 Dollar, in Anführungsstrichen Gutscheine, ausgegeben hat an eben entsprechende Haushalte, die dann in die Wirtschaft getragen haben, querstrich in den Einzelhandel. Und dadurch kamen eben diese Prints hier von
über 10% zustande an dieser Stelle. Und dann hat es allerdings ohne diese Stimulus-Checks eben keine solche positiven Impulse mehr gegeben, sondern stattdessen hier sahen wir kontinuierlich einfach Drops, ein Pendel rund um die 0%-Marke, eher mit einer, in Anführungsstrichen, bärischen Tendenz, beziehungsweise mit einer nicht nur verhaltenen, sondern negativen Nachfrage und weniger Wachstum. Also im Vergleich zum Vormonat. Und ich sagte in dem Zusammenhang halt, naja, wenn wir jetzt bei 0% bei solch einer negativen Erwartungshaltung von minus 0,7, minus 0,8% veröffentlicht werden, dann ist das schon ein deutlicher positiver Print. Jetzt haben wir eben diesen Print gesehen, 0,7%. Jetzt wird man allerdings sagen, naja gut, also wir haben sicherlich jetzt einen Datensatz auf Monatsbasis. Dieser Datensatz ist eben jetzt deutlich positiv. Aber wird es alleinstehend reichen, um jetzt in irgendeiner Form eine weitreichende geldpolitische Entscheidung mitzutragen? Ich denke nicht, also das muss ich ganz konkret sagen, aber dennoch kann man hier aus diesen Einzelhandelsumsätzen, und die in den USA eine ganz wesentliche Rolle spielen. Ich hatte gestern ja auch gesagt, dass die über 30% Anteil am Bruttoinlandsprodukt in den USA haben. Also das heißt, diese Einzelhandelszahlen hier, in dem Fall Retail Sales, wie gesagt, das sind durchaus wichtige Zahlen, die man im Hinterkopf behalten sollte. Besonders eben auch, wenn man im Hinblick auf die Gesundheit der US-Wirtschaft eben dann blickt. Und was jetzt interessant ist, diese Zahl, die umfasst natürlich alle Bereiche. Man kann auch, und das habe ich jetzt hier mal gemacht, man kann sich das auch anschauen, dass man ex-Auto nimmt, beziehungsweise hier, da stellt der Jerome Blokand auch ex-Auto, ex-Gas, also ohne, jetzt fehlt mir das Wort, ex-Gas, na. Antriebskraft, Antriebsmittel, Benzin, ja, ihr wisst, was ich meine, dass man die da eben rausnimmt. Besonders im Hinblick auf den Automobilsektor ist das natürlich gerade ein ziemlich brisanter Print. Ist gestern erwartet worden mit minus 0,1%. Also, was man hier in diesem Zusammenhang erkennen kann, ist, besonders wenn man sich den breiten Retail Sales eben anschaut, dass das offensichtlich ja hier derzeit irgendwie doch abhängig zu sein scheint, vor allem vom Automobilsektor. Und in diesem Zusammenhang fällt uns natürlich spontan ein, dass wir derzeit diese Lieferengpässe, Querstrich, diese Supply Chain Interruptions sehen. Also das heißt, die Lieferkettenunterbrechungen infolge des Corona-Lockdowns. Und das Interessante jetzt in dieser Konstellation ist, dass wir hier einen Print von 1,8% gegen minus 0,1% erwartet zu sehen bekommen haben. Also eine deutlich positive Erwartung, was wiederum nichts anderes bedeutet, als dass die Nachfrage hier der Haupttreiber für diesen Print ist. Also dass es weniger eigentlich die Supply Chain Interruption ist, sondern dass man alles in allem tatsächlich sieht, dass wenn man selbst den Automobilsektor rausnimmt, dass wir eine verhältnismäßig starke Nachfrage einfach der Konsumenten eben sehen. Die wiederum, dann schließen wir von dort zurück, die wiederum natürlich rechtfertigen würde, dass es seitens der Fed entsprechend eine Reduktion der Anleiheaufkäufe gibt, also ein Taper eben realistisch werden lässt, wenn man eben das in Kombination sieht mit dem zeitgleich ansteigenden Inflationsdruck und zeitgleich eben auch der immer noch soliden, wenn auch jetzt die letzten Arbeitsmarktzahlen nicht überzeugt haben können, Non-Farm Payrolls, aber nichtsdestotrotz soliden Entwicklung am Arbeitsmarkt. Und was im Gesamtkontext betrachtet, rechtfertigt das derzeit definitiv für eine Rückführung eben der Anleiheaufkäufe. Und folgerichtig war es dann eben überraschend erstmal, wenn wir jetzt hier auf den DAX an der Stelle eben blicken, dass wir, oder auch auf den S&P an dieser Stelle, dass wir darauf halt initial eine bullische Reaktion zu sehen gekriegt haben. Also wenn wir uns jetzt hier die Entwicklung anschauen im S&P, 14:30 Uhr ist verhalten, aber nichtsdestotrotz durchaus erkennbar an dieser Stelle, dass wir im Bereich um 4470, 4468 war es, eben zum nächsten bullischen Puls gesehen haben, der uns dann bis zur US-Eröffnung jedenfalls hier oberhalb von 4480 Punkten hat verweilen lassen. Das ist eigentlich überraschend, weil dieser positive Print eher die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Fed aggressiver als derzeit noch antizipiert eben ihren geldpolitischen Bemühungen zurückfährt. Wenn ich das kombiniere mit den aktuellen Entwicklungen hier rund um Evergrande in China, dem sich abzeichnenden Zahlungsausfall. Ich bin gespannt, was es dort für News übers Wochenende geben wird. Also ich glaube, das könnte ein ziemlich, ziemlich heißer Ritt werden. Und ich will nicht ausschließen an dieser Stelle, dass eventuell der Zahlungsausfall, die Insolvenz des Unternehmens übers Wochenende eventuell verkündet wird oder sich deutlicher herauskristallisiert, das dann dazu führen könnte, dass wir die nächste Woche sehr, sehr turbulent eben tatsächlich beginnen. Jene Woche, in der dann eben auch die Fed-Sitzung ansteht. Also das auch in Kombination ist dann ziemlich überraschend, dass wir hier diesen bullischen Spike zu sehen bekommen.
Was wir allerdings auch erkennen können, ist, dass wir dann relativ zügig, allerdings gleich vom Open weg, entsprechend verkauft worden sind. Das hat zwar nicht gereicht, um neue Wochentiefs zu markieren, aber wir sind zumindest in diesem Bereich gelaufen und konnten uns dann erst in den Abend hinein, also in der zweiten Hälfte des Handelstages, konnten wir uns stabilisieren, sind dann im Bereich hier zum Eröffnungskurs aus dem Handel gegangen. Also das heißt hier 15:30 Uhr, erster Print und in diesen Gefilden leichte negative Vorsagen, aber nichts Dramatisches, sind wir eben aus dem Handelstag, haben uns dann verabschiedet. So, das führt uns dann schlussendlich natürlich zur Frage, okay, und was ist jetzt für heute zu erwarten? Nun, wenn wir uns dieses Bild hier betrachten, ich nehme jetzt mal diesen Abwärtstrendkanal hier raus, dann fällt, glaube ich, relativ deutlich auf, dass wir hier, solange wir unterhalb weiterhin von 4.500 Punkten eben handeln, und diese Abwärtstrendlinie, die sich hier herauskristallisiert hat, nicht zurückerobern können, eher die Shortseite favorisieren sollten, also eher nochmal die Attacke auf die Tiefs eben in Betracht ziehen sollten. Ein positiveres Signal, was dann auch wahrscheinlich korrespondieren dürfte im Hinblick auf den DAX mit einer Rückeroberung der 15.800er Marke, wäre die Rückeroberung im Falle des S&P der 4.500er Marke. Sollte das nicht gelingen, genau das noch final, sollte das nicht gelingen, vielleicht sich ein ähnlicher Drop irgendwie herauskristallisiert wie in der vergangenen Woche, könnte das zumindest mal in Verbindung mit möglicherweise Turbulenzen, die dort am chinesischen Finanzplatz am auftreten, rund um Evergrande und eventuellen, ich nenne sie mal Hiobsbotschaften, die eben hier eine Insolvenz des Unternehmens dann nicht nur implizieren, sondern sehr konkret werden lassen, sich übers Wochenende abzeichnen, könnte das einen sehr, sehr schwachen Wochenstart kommende Woche eben nach sich ziehen, der sich vielleicht dann auch, sollten wir hier die Handelswoche ähnlich schwach beschließen wie letzte Woche Freitag, eben dann schon bereits zeigen würde. Also wir sind derzeit hier in einem sehr interessanten Bereich, schlichtweg einfach unterwegs, weil wir einfach um 4.480, 4.500 Punkte auf der Oberseite einfach eine Schlüsselregion vorfinden. Wenn es gelingt, eben diese rauszunehmen, das ist dann auch übrigens der Bereich um die aktuellen Wochenhochs, also sollten wir im Bereich um und auf 9 Wochenhochs aus der Woche rausgehen und noch oberhalb dieses psychologisch relevanten Levels und oberhalb dieser Trendlinie hier, die sich dort herauskristallisiert, dann könnte das eventuell der Wegbereiter sein, besonders wenn sich die Situation rund um Evergrande nicht weiter verschlechtert, dass es dann in der kommenden Woche mit Ausblick auf die Fed dennoch zur Attacke auf neue Allzeithochs reicht, wo wir allerdings erstmal abwarten müssen, dann, wie sich die Situation darüber hinausgehend weiter präsentiert. Also es kann durchaus ja dann sein, dass man seitens der Fed nicht nur den Taper kommuniziert, sondern eben auch eine Reduktion der Anleiheaufkäufe in der Größenordnung von beispielsweise 25 Millionen statt 15 Millionen, was derzeit gespielt wird, eben kommuniziert. Das wäre sicherlich dann etwas, was dann nochmal einen schärferen Push auf der Unterseite nach sich zieht. Andererseits, wenn seitens der Fed nichts in die Richtung kommuniziert wird, wenn man sagt, ja, wir haben zwar einerseits den Inflationsdruck, ja, wir haben eine solide Entwicklung am Arbeitsmarkt, aber nein, wir sehen aktuell keinerlei Grund in Anführungsstrichen oder keinerlei Basis, um unsere geldpolitischen Bemühungen eben tatsächlich deutlich zu reduzieren. Das wäre etwas, was eben mehr Liquidität verspricht, was zeitgleich auf ein Umfeld trifft, was allerdings rein datentechnisch eher ein solides Wirtschaftswachstum eben suggeriert. Und das könnte dann eben der Treiber für neue Allzeithochs eben tatsächlich sein. Würde potenziell auch natürlich für eine deutliche Stabilisierung im Hinblick des Volatilitätsindex, des VIX, unterhalb von 20 Punkten sorgen. Aber soweit sind wir noch nicht. Also das ist erstmal rein spekulativ, das müssen wir abwarten, ob das genau in diese Richtung eben tatsächlich geht. Wie gesagt, jetzt steht erstmal in den Wochenschluss die Frage, gelingt es, diese Trendlinie hier zu brechen, gelingt es, die Wochenhochs erstmal rauszunehmen, beziehungsweise einen Wochenschluss vielleicht sogar oberhalb von 4.500 Punkten auf den Weg zu bringen, ist die Antwort darauf nein. Sehen wir einen ähnlichen Abverkauf, sehen wir einen ähnlichen Drop oder einen schwachen Wochenausklang wie letzte Woche, könnte das vielleicht der Wegbereiter sein, nochmal für dann die kommende Woche, dass wir eine Attacke auf die Region 4.370, 4.400 Punkte eben zu sehen bekommen. Das ist die Frage. Martin schreibt, ist es nicht so, dass ein Zahlungsausfall mittlerweile eingepreist ist, da er erwartet wird und damit auch weiteres Long-Potenzial gegeben ist? Das ist so ein bisschen die Frage. Ich muss ehrlich gestehen, ich würde ausgehend von der Größe und auch den globalen Verflechtungen von Evergrande, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, würde ich eigentlich erwarten, dass wir uns wesentlich schwächer präsentieren seitens des Marktes. Und demnach
Muss ich gestehen, wenn ich mir die derzeitige Price Action anschaue, irgendwie zeigt das nicht an, dass das schon vollends eingepreist ist. Vielleicht in Erwartung, dass es seitens der chinesischen Notenbank dort eine Intervention gibt, dass man irgendwie zur Rettung eilt und dass es eben nicht eine derartige Kaskade gibt, die wir zu sehen bekommen haben mit Lehman Brothers, wo ja sich dann keine entsprechenden Hilfspakete haben schnüren lassen. Ausgehend vielleicht auch von politischen Gründen, die da eine Rolle gespielt haben. Einer der größten Konkurrenten von Lehman Brothers ist ja Goldman Sachs gewesen. Wir erinnern uns, Goldman Sachs damals, der CEO, der vorherige CEO, bevor er dann ins Finanzministerium an die Spitze gegangen ist, war Hank Paulson. Da gab es ja durchaus, oder kam ja die Frage auf, inwiefern das nicht vielleicht auch eine politisch querstrich persönliche Entscheidung war, Lehman hier down gehen zu lassen. Das ist durchaus etwas, was eine Option darstellt. Ich hatte allerdings jetzt auch schon in zwei, drei Artikeln so eine Andeutung gesehen, dass es da durchaus sein könnte, ohne dann allerdings nähere Details dort zu finden, dass es sein könnte, dass wir vielleicht eine ähnliche Entwicklung auch in China zu sehen bekommen. Also, dass die chinesische Notenbank dort dann bei einem solchen Zahlungsausfall nicht eintreten würde. Wie gesagt, also demnach ist noch ausreichend, gefühlt jedenfalls für mich, noch ausreichend Unsicherheit vorhanden, dass es dort vielleicht doch zu einer, in Anführungsstrichen, Überraschung kommen könnte, beziehungsweise dass seitens des Marktes derzeit noch nicht vollends eingepreist ist. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es ein schwarzer Schwan wäre, aber es wäre vielleicht ein Schwan mit einem Grauton an der Stelle, den wir durchaus im Hinterkopf halten sollten. Also das in Bezug auf Equities. Wie gesagt, mehr gibt es nicht. Key Level nach oben, 15,8. Sollten wir den Break drüber zu sehen bekommen, korrespondierte das ja wahrscheinlich mit der Rückeroberung der 4500er Marke im S&P. Auf der Unterseite 15,6, das Schlüssellevel bis zum Verfall um 13 Uhr. Das ist wahrscheinlich die 15700er Marke mit dem entsprechenden Pendeln um dieses Niveau. Ja, fertig. Das wäre es dann für den DAX auch an der Stelle gewesen. Bezüglich des Nasdaqs hat sich nichts groß verändert. Das ist eine ähnliche charttechnische Konstellation, wie wir sie auch vorfinden, in Bezug auf den S&P. Key Level nach unten. Es ist hier die 15.300er Region. Bei einem Drop, in dem Fall hier dieses Levels, wäre denkbar, dass wir nochmal Abgabedruck sehen, der uns bis in Gefilde um 15.000 Punkte führt. Aktuell sieht es allerdings danach aus, als wenn wir kontinuierlich gegen diese Region hier um die Tiefs Nachfrage in den Markt kommen sehen. Und wenn es da gelingen sollte, die 15.600er Marke rauszunehmen, ist eigentlich, ist nur eine Frage der Zeit, wann es zu einem neuen Stint auf neuer oder in Richtung der und auf neue Allzeithochs eben tatsächlich kommt. Das ist allerdings alles unterm Strich nicht so spektakulär. Das, was hier wirklich interessant ist, ist eigentlich das, was uns Gold jetzt präsentiert hat. Erwartungsgemäß, muss man sagen, an der Stelle, erwartungsgemäß präsentiert hat. In dem Zusammenhang ist es so, wir hatten gestern das ja schon zum Thema gemacht. Wir droppten nochmal in Richtung dieser Region und ich sagte, sobald wir unter die 87 fallen dürfen, wäre das ein stärkerer Abgabeimpuls, der dort erwartet werden dürfte. Wir haben initial, das ist hier, Moment, stimmt nicht ganz. Ich glaube, wenn ich das jetzt so sehe, wir haben das schon antizipiert tatsächlich. Also wir sind schon unter dieses Niveau gerutscht, bevor es zu dieser Veröffentlichung kam. Und das war dann nochmal so ein Nachbrenner, in Anführungsstrichen, so ein Katalysator. Ich dachte jetzt gerade eben hier mit diesem kleinen Spike, dass das die 14:30 Kerze war. Also ich habe nicht da direkt vor dem Schirm gesessen. Okay, in Ordnung. Also die Beschleunigung, die kam dann hier nochmal auf diesen Print. Wir sind schon unter dieses Niveau gelaufen. Das war dann natürlich ein, in Anführungsstrichen, gefundenes Fressen für die Goldbären an der Stelle. Die Goldbären, das ist lustig. Entsprechend hier weiteren Abgabedruck eben auf den Weg zu bringen. Jetzt aktuell konsolidieren wir. Also wir können derzeit hier einen Teil dieser Abschläge, sind wir in der Lage, wieder aufzuholen. Also das heißt etwas anders formuliert, wir laufen tatsächlich derzeit hier 14:30 Uhr, das Ausgangsniveau ist die 1768, wir laufen in diesem Bereich zurück, was auch immer jetzt hier der Treiber ist. Potenziell vielleicht erstmal ein Abbauen dieses aktuell bullischen Grundmoduses, in dem sich der US-Dollar wiederfindet. Ich will das vielleicht mal ganz kurz hier zeigen. Bei Barchart, da werfen wir mal einen Blick auf den Commitment of Traders Report auf den US-Dollar Index Future. Den hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon zum Thema gemacht.
Also, Schlüssellevel ist bis dato nicht rausgenommen worden hier um 94 Punkte, aber wir können auf jeden Fall diese 92er-Region sehr, sehr deutlich halten. Wir sehen eben auch hier seitens der Großspekulanten an der Stelle, also die grünfarbene, dünnfarbene Linie, es sind die Large Specs an dieser Stelle, die prozyklisch eben positioniert sind. Die haben sich begonnen, kontinuierlich eigentlich gegen im Bereich Juni hier gegen die 90er-Region Long zu positionieren, in Erwartung eben einer bullischen Performance. Bis dahin hat sie sich auch entsprechend hier wieder gespiegelt. Die könnte sich allerdings noch weiter fortsetzen, weil natürlich die Aussicht auf eine Reduktion der Anleiheaufkäufe oder einen restriktiveren geldpolitischen Kurs seitens der Fed etwas ist, was wir gemeinhin als ja, potenziell eher zinsdifferenzial erweiternd und somit US-Dollar bullisch eben im Hinblick auf die jeweiligen Counterparts global eben sehen sollten. Also sprich beispielsweise im Hinblick auf den Euro ganz besonders, wo wir zwar jetzt auch interessanterweise immer so Andeutungen zu sehen bekommen haben hinsichtlich eines restriktiven geldpolitischen Kurs, aber der eigentlich wirklich keine Option darstellt im derzeitigen Umfeld. Und das ist natürlich etwas, was grundsätzlich positiv für den US-Dollar ist und was dann natürlich auch entsprechende Global Macro Player entsprechend abbilden über Long-Positionen im US-Dollar, dann auf breiter Front, eventuell ganz besonders gegenüber dem Euro, aber auch vielleicht gegenüber dem British Pfund beispielsweise. Und nunmehr ist es einfach so, dass wir hier natürlich, naja, weit gelaufen ist ein bisschen übertrieben ausgedrückt vielleicht. Also wirklich stark überdehnt ist dieser Modus eigentlich nicht. Aber nichtsdestotrotz auf die jüngste Performance hier gegen die 92er-Region eventuell mal so ein bisschen diesen Modus beginnen abkühlen, sich präsentieren zu lassen. Das spiegelt sich eventuell noch ein bisschen deutlicher wieder, wenn wir eben hier uns im Hinblick eben auf die letzten Tage, also die letzten 2 Wochen an der Stelle die US-Dollar Performance eben gegenüber dem Euro anschauen. Wir müssen das immer in Relation so ein wenig sehen zu dem niedrig volatilen Umfeld natürlich, in dem wir sind. Also es wird der ein oder andere vielleicht sagen, naja, wir haben jetzt eine Korrektur gesehen oder eine Größenordnung hier von einer Bewegung um die 150, noch nicht mal 200 Pips. Das ist ja nicht wirklich viel. Wenn wir jetzt hier am 200 Pips mal einen Drop in irgendeiner Form zu sehen bekommen, das ist absolut richtig. Ja? Aber nichtsdestotrotz sind die 200 Pips natürlich im Gesamtumfeld, wo die Tagesspanne einfach sich recht niedrig darstellt. Also Tagesspanne an dieser Stelle hier, sehen wir in diesem Zusammenhang, liegt aktuell bei 49 Pips. Das ist die, obwohl, machen wir es mal anders. Das sind 22 Handelstage. Wir nehmen mal die 14er ATR an der Stelle. So, das ändert jetzt allerdings auch nicht wirklich dramatisch. Das sind 46 Pips. Also, das sind einfach mal, das ist ein extrem niedrig volatiles Umfeld einfach. Das spiegelt sich ja auch hier entsprechend wieder, wenn wir uns das mal historisch betrachten. Das sind Volatilitätsniveaus, die sind letztmalig gesehen worden, kurz bevor es dann zu dieser Corona-Volatilität eben tatsächlich kam, dass wir in diese Gefilde gelaufen sind hier. Und das ist ein unglaublich niedrig volatiles Umfeld einfach, wo dann eine Bewegung von 200 Pips an dieser Stelle, eine Trendbewegung von 200 Pips einfach schon verhältnismäßig weit anmutet. Dass der US-Dollar da so ein bisschen beginnt, eben hier diesen überdehnten Modus dann in Anführungsstrichen abzutragen, ist dann auch folgerichtig entsprechend hier. Spiegelt sich wieder entsprechend in Gold. Also sprich, an dieser Stelle, diese Gegenbewegung hier findet jetzt derzeit statt. Das ist eine meiner Einschätzung nach erstmal rein technische Reaktion. Der wirkliche Schlüsselbereich wird eigentlich jener hier sein, um die Ausbruchregion von gestern, also 1775 bis 1780, das ist das untere Tief hier. Gegen diesen finden wir zunächst einmal erstmal einen stärkeren Widerstandsbereich. Also eine ehemalige Unterstützung wird jetzt hier zu einem neuen Widerstand an dieser Stelle. Und das bedeutet etwas anders formuliert, das ist dann auch der jeweilige Schlüsselbereich, gegen den sich alles Weitere entscheiden wird. Und wo wir natürlich mit der Fed nächste Woche natürlich einen potenziellen auch Trigger-Event haben, global makroökonomisches Event, was dann eben in der Lage ist, hier einen härteren Abprall nochmal gegen diese Gefilde eben auf den Weg zu bringen. Es bleibt aber dabei, nichtsdestotrotz, dass jedenfalls in meiner Betrachtung diese Region hier um diese orangefarben gestrichelte Linie, also die 1750er-Region, eine Inflection bleibt. Also sprich etwas anders formuliert. Ich will das mal ganz kurz hier vielleicht einzeichnen. Kann man das noch ein bisschen besser erkennen, was ich meine? Selbst wenn wir hier gegen diesen Bereich erstmal bouncen, dann aber die 57 halten können, besteht hier durchaus das Potenzial, dass es zu einem erneuten Rücklauf in Richtung der 1800er-Region kommt, eben weil eventuell auch schon vieles hinsichtlich eines Fed-Tapers eingepreist ist und weil bis hierhin jedenfalls besonders 10-jährige Zinsen nicht dramatisch darauf reagiert haben. Also sprich anders formuliert,
Hier besteht eine realistische Chance, dass wir ein höheres Tief ausbilden, was dann ein erstes bullisches Signal sein könnte und uns in ein saisonal eher günstiges Fenster eben führt. Also das saisonal günstige Fenster im vierten Quartal für Gold, das öffnet sich eigentlich erst im Dezember, dann von Mitte bis Mitte, Ende Januar ungefähr. Aber nichtsdestotrotz ist das eventuell dann hier schon mal so ein erster Wegbereiter, dass es zumindest zu einem Rücklauf in diese Range dann eben tatsächlich kommt, nachdem wir jetzt diesen aggressiveren Flush gesehen haben, der aber eben keine tieferen Tiefs markiert, sondern an der Stelle eben ein höheres Tief, erneut ein höheres Tief eben markiert. Und wo dann eben die 1750er-Region, die sich in der jüngeren Vergangenheit hier als relevant herauskristallisiert hat, dann unsere Inflection ist. Also solange wir oberhalb von 1750 Punkten uns halten können und gestern eben hier zum Beispiel auch den Tagesschluss nicht unterhalb dieses Levels, substanziell jedenfalls, zu sehen bekommen haben. Nö, haben wir auch nicht, nö. Also leicht oberhalb geschlossen. Ist das eigentlich ein alles in allem immer noch okay Bild in Anführungsstrichen. Und ich sehe hier nicht zwangsläufig dramatisch eben den Drop in Richtung nochmal dieser Übertreibungstiefs, dieser Flash Crash Tiefs, beziehungsweise in dem Fall sind es dann sogar die Jahrestiefs um 1680 US-Dollar pro Feinunze, sondern vielleicht hier mit entsprechend diesem Verlauf, den ich da gerade skizziert habe, eine Möglichkeit gegen dann diese Tiefs um 6,80 entsprechend sich long zu positionieren. Also sprich, man könnte durchaus in Betracht ziehen bei einem erneuten Überrollen, aber halten dann hier gegen die 1750er-Region eben dann sich long zu positionieren. Längerfristige Trader, die werden dann eventuell sagen, das wäre eine Möglichkeit, sich in einer relativ breiten Range erstmalig zu positionieren in Erwartung, dass es zu einer Rückeroberung, deutlich eine Rückeroberung hier der 1800er Mark, in dem Fall sogar der 1830er Region gibt, und würden mit einem Stop unterhalb hier dieses Levels arbeiten. Kurzfristigere Trader, die arbeiten dann mit dem Tief, das sich gestern hier herauskristallisiert hat. Und was natürlich auch korrespondiert entsprechend mit diesem Retail-Sales-Datensatz. Also sprich, du hast dann auch aus der Perspektive, hast du so einen Anker-Effekt einfach auf entsprechend diesen Print, der jetzt überraschend war und sich bei dem einen oder anderen Marktteilnehmer entsprechend eben zeigen wird. So, also sprich, etwas anders formuliert, schauen wir mal. Ich gehe erstmal davon aus, dass wir die 775, 780 nicht zurückerobern können. Wenn wir gegen diesen Bereich nochmal überrollen, schauen wir, sollten wir dann die 750 halten, könnte das ein erstes Signal für einen Long sein, in Erwartung, dass es nochmal zu einer Attacke auf und einer Rückeroberung der 1800er Region in den kommenden Wochen eben tatsächlich kommt. Was wir auf jeden Fall nochmal kurz tun sollten, da hole ich hier mal einmal die Zinsen auf den Schirm, ist einen Blick darauf zu werfen, also Stichwort Taper-Diskussion. Wenn wir uns, jetzt gucke ich mal ganz kurz, dass ich den Zeitstempel habe, 10. hier. Also wenn wir uns mal diese aufkommenden Taper-Spekulationen anschauen, das war letzte Woche am Freitag. Also das sind ziemlich die gleichen Niveaus, leicht drüber, aber nur wirklich nur marginal. Das sind ist vielleicht ein oder zwei Basispunkte höher. Sehen wir eigentlich, dass sich dieser Taper und diese Erwartungshaltung, dass die Fed in der kommenden Woche eine entsprechende Kommunikation auf den Weg bringt, hier nicht dramatisch irgendwie widerspiegelt. Ganz im Gegenteil. Also das ist so, dass wir nahezu unverändert uns präsentieren und dass diese Erwartungshaltung hinsichtlich des Tapers nahezu vollständig eingepreist ist. Zeitgleich hierzu Real, ach nee, Moment, Real, obwohl, das können wir auch machen, Real Yield Fed. Ich gucke mal kurz, da hatten wir ja hier eine Möglichkeit, die habe ich jetzt schon länger nicht mehr betrachtet. Aber können wir mal kurz einen Blick drauf werfen. Ja, 10 Jahre Realverzinsung konsolidiert im Bereich um roundabout minus 1%. Also das ist nicht so, dass das jetzt sehr stark negativ ist. Also wir haben schon deutlich negativere Gefilde gesehen. Aber nichtsdestotrotz, also diese Realverzinsung, die wir hier aktuell vorfinden, ist immer noch in einem Bereich, wo ich jetzt sagen würde, das rechtfertigt eigentlich nicht Goldpreise in diesen Gefilden hier. Also sprich anders formuliert, ich gehe eher davon aus, dass wir über kurz oder lang diesen Rücklauf über die 1800 sehen, solange wir uns oberhalb von 1680 US-Dollar pro Feinunze halten können. Und ja, also wie gesagt, wenn wir jetzt nächste Woche die Taper-Ankündigung bekommen, aber Gold sich deutlich oberhalb eben der 1680er-Region, demnach der Jahrestief stabilisieren kann, dann ist das durchaus ein eigentlich eher bullisches Signal, dass man hier zwar einerseits eine Reduktion der Anleiheaufkäufe sieht, aber andererseits eben durchaus in Betracht zieht, dass da früher oder später wieder dann das Gaspedal eher durchgetreten werden wird, infolge eventuell auftretender Volatilität, beispielsweise begünstigt durch entsprechende Entwicklungen jetzt am chinesischen Querstrich asiatischen Finanzplatz und hier eben rund um Evergrande beispielsweise.
nur um einen Aspekt hier für mal herauszustellen. Wir sind nicht härter, hat es natürlich am Silber getroffen. Silber hat gestern zeitweise über 3% verloren. Hatte sich schon relativ schwach eigentlich ja am Morgen präsentiert gehabt. Und dann kam hier eine deutliche Beschleunigung, schon durch den Abgabedruck vor den Retail Sales durch Gold, den Drop unter die 1700er Marke und natürlich die scharfe Beschleunigung auf der Unterseite. Nochmal in Richtung hier der Flash Crash Tiefs. Wir haben es deutlich natürlich oberhalb von 22 stabilisieren können. Sind jetzt hier schon bereits in den Schlüsselbereich vorgestoßen. Also sprich etwas anders formuliert. Jetzt gilt es erstmal, den 23er-Bereich zurückzuerobern. Eventuell findet hier nochmal ein früher oder später Retest statt. Also eventuell werden wir nochmal in Gefilde um 23,30, 23,40 ungefähr hier getrieben, rollen nochmal über. Sollte es dann allerdings gelingen, ein höheres Tief zu markieren, eventuell sogar, mal gucken, vielleicht sogar die 23er-Marke zu halten, könnte das hier ebenfalls Kandidat sein, auch gegen diese Region, wo wir hier sehen, dass wir uns jetzt wieder in einem potenziellen Chance-Risiko-Verhältnis technisch jedenfalls interessanten Long-Bereich bewegen, könnte das durchaus ein Grund sein, hier für Silber eher Long-Engagements zu favorisieren. Das könnte sich ganz besonders, wie gesagt, dann auch zeitgleich eben mit der Erwartungshaltung hinsichtlich der Fed und Gold, eben diesem Blick, was ich, der Bild, was ich da gerade skizziert habe, entsprechend beginnen zu manifestieren. Also sprich, anders formuliert, wenn wir jetzt hier noch einmal überrollen, aber keine tieferen Tiefs markieren. Also das heißt, uns deutlich eben im Fall der gestrigen Tiefs von 22,60 um 22,80 stabilisieren können, vielleicht 22,90, wenn wir hier einen Push zu sehen bekommen, einen Spike begünstigt durch was auch immer, in den Wochenschluss hinein bis 23,40, vielleicht dann sogar uns oberhalb von 23 konsolidierend zeigen können, dann würde ich sagen, ist das ein alles in allem eigentlich eher positives Signal, welches Chance-Risiko-Verhältnis technisch zur Long-Seite mich ganz klar tendieren lässt. Und wo ich dann sagen würde, ein Break zurück hier über diese Trendlinie, Bruch der Abwärtsstruktur, bringt uns realistisch mindestens bis in Gefilde um 24, eventuell sogar höher dann und ist der Wegbereiter eben für den Run zurück, vielleicht in Richtung dann sogar früher oder später in Richtung der 27er-Region. Das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr bullisches Bild, was ich da eben tatsächlich skizziere. Setzt auch voraus, dass wir eben hier diese Region ganz klar halten können. Aber genau das macht diesen Trade-Gedanken eben so attraktiv. Also wir haben ein relativ klares Level, gegen das wir uns hier long positionieren. Wir haben ein, ich finde, gefühlt jedenfalls extrem bärisches Bild mittlerweile für den Edelmetallsektor. Also ich lese nirgendwo mehr irgendetwas Positives, also vergleichsweise positiv, so wie sich das im letzten Jahr hier dargestellt hat, als wir diesen fast vertikalen Kursanstieg zu sehen bekommen haben im Juli, August. In Bezug auf Goldminenbetreiber und dergleichen, wirklich kriegt man jetzt keine Horrorszenarien, aber zumindest mal wirklich eher schwache Einschätzungen. Besonders immer mit dem Fingerzeig natürlich in Richtung Krypto und wie Krypto eben hier ganz besonders den Value-Bereich an der Stelle, also Value-Titel wie Goldminenbetreiber oder generell Edelmetalle eben outperformt. Und das alles in Kombination ist dann nicht nur hier aus technischer Perspektive eben interessant, weil wir ein klares Level haben, gegen das wir riskieren, sondern eben auch aus sentimenttechnischer Perspektive interessant, weil eben genau diese Skepsis eigentlich der Nährboden für dann eine potenziell sehr stark bullische Reaktion ist. Und ja, aus der Perspektive, wie gesagt, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das eine ganz interessante Region vielleicht ist, sofern wir denn dann hier diesen Bereich um 22 halten können. Also Stop hätte ich wahrscheinlich im Bereich um 21,60 für eine längerfristige Betrachtung, wenn wir uns gegen die 23 Long positionieren. Wie gesagt, das ist je nachdem. Wenn wir jetzt erst den Stint Richtung 23,40, 23,50 sehen, uns oberhalb von 23 halten können und uns gegen die 23 dann long positionieren, haben wir ein Risiko von einem Dollar 40, einem Dollar 50 ungefähr ungehebelt. Wenn wir jetzt hier nochmal gegen diesen Bereich um die 23,10, 23,20 überrollen, uns Richtung 23, 22,80 vielleicht hier, aber ein höheres Tief ausbilden, dann haben wir ein Risiko von einem Dollar 20 Pi mal Daumen. Aber unterm Strich bleibt auf jeden Fall, dass auf der Oberseite, sofern es gelingt, diese Abwärtssequenz eben hier zu brechen und diese Trendstruktur, dass wir dann auf der Oberseite natürlich ein enormes Potenzial haben von 4, 5 Dollar ungehebelt, was schon CAV-technisch in Gefilde um 3 zu 1 und größer eben tatsächlich dann bewegt. Und das übergeordnet makroökonomisch sehr günstige Bild für Edelmetalle generell bleibt natürlich bestehen, vor dem Hintergrund eben dieser massiven Schuldenorgie, die da stattfindet, fiskalpolitisch, wo eben alle Schleusen geöffnet werden und die durch die Notenbankpresse im Grunde
genommen finanziert werden, sehr plump gesprochen. Das ist einfach ein alles in allem sehr, sehr günstiges Umfeld eben für Edelmetalle generell. Eher ein skeptisches Bild, was sich eigentlich für den US-Dollar übergeordnet skizzieren lässt. Nichts, das heißt jetzt an der Stelle allerdings nicht, dass nicht eventuell der Euro nochmal deutlicher bärisch outperformen würde dann in diesem Fall. Also lange Rede, kurzer Sinn. Diese Region, ich werde langsam aufmerksam. Also langsam wird es für mich wieder interessant, hier long mich in Silber zu positionieren, auch wenn das übergeordnete Bild jetzt nicht so günstig sich darstellt. Aber es ist CAV-technisch einfach verlockend, in Anführungsstrichen. Der Kehrseite weiß ich eben auch, wenn ich jetzt hier in diesem Bereich um 21,50 falsch bin und dieser Bereich gebrochen wird, dann ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass wir nochmal diese Gefilde hier um 18,80, roundabout $19 vielleicht anlaufen eben tatsächlich. Also das heißt nochmal ein tieferes, nochmal tiefere Gefilde angesteuert werden und ich dann nochmal gegen diesen Bereich CRV-technisch interessiert werde. Aber in dem Fall wäre es dann eben so, dass ich hier auf diesen Niveaus entsprechend erstmal die Position dann geben würde. So, das zu Silber. Stichwort war jetzt gerade schon Bitcoin. Natürlich trading-technisch jetzt nicht so attraktiv, was wir gerade hier zu sehen bekommen. Ja. Okay. In Bezug auf den VIX können wir mal ganz kurz einen Blick werfen, weil die Frage war, was der macht. Also nicht das, was ich erwarten würde. Es wird überhaupt nicht eingepreist in irgendeiner Form, dass es da zu einer Unsicherheit kommt. Was interessant anmutet, ehrlich gesagt. Also wenn es denn dann wirklich solch ein Key-Event wäre, so will ich es mal bezeichnen. Es ist erstaunlich, dass wir uns hier so deutlich unterhalb von 20 Punkten präsentieren können. Also nahezu im Bereich, es sind nicht ganz die Jahrestiefs, da haben wir schon niedrigere Niveaus gesehen, hier um 14 Punkte. Aber nichtsdestotrotz ist das erstaunlich, wie wenig Versicherung derzeit nachgefragt wird oder Absicherungsbedarf besteht, trotz dieser Turbulenzen, die sich da in China abzeichnen können. Das kann natürlich zu einer bösen Überraschung führen. Wie gesagt, wenn es jetzt übers Wochenende eine News gibt, Evergrande ist pleite und die chinesische Notenbank hat nicht vor, in irgendeiner Form dort zu intervenieren. Es gibt entsprechend eben vielleicht dann auch die entsprechenden sogenannten Social Unrests, das heißt also entsprechend mit Verwerfungen innerhalb der Gesellschaft, einfach weil viele Leute dadurch viel, viel Geld verlieren, also ausgehend eben von den Investments, die Menschen dort getätigt haben, dann könnte das natürlich zügig zu einem sogenannten Spillover-Effekt eben tatsächlich führen, in Verbindung vielleicht dann auch mit sich einer deutlich entladenden deutlich entladenem gesellschaftlichen Unmut in den USA. Ich habe die Situation da jetzt nicht mehr so weit mitverfolgt, aber ich glaube, der Gegenwind für die Biden-Administration, der wird heftiger. Also die Leute sind mehr und mehr gespannt, so möchte ich es mal entsprechend bezeichnen, jetzt auch in Bezug auf beispielsweise diese Vaccine Mandates, also das heißt die Zwangsimpfungen dort, die dort anberaumt werden. Man, wie gesagt, ich glaube, wir stellen mehr und mehr fest, dass dort, dass sich dort auch innerhalb dieses Expertengremiums eventuell Spannungen zeigen. Wir hatten jetzt ja die News bekommen, jetzt bezogen auf die USA und die Impfkampagne. Das hat jetzt weniger mit Evergrande zu tun, aber das könnte durchaus auch noch so ein Spillover-Moment sein vielleicht, der sich dann gesellschaftlich auch nochmal zeigt, dass eben auch in China dann eventuell dieses Social Unrest irgendwie auf andere Nationen irgendwie überschwappen. Das wird hier auch eventuell in keinster Form wiedergespiegelt. Also hinsichtlich dieser Impfpflicht, die dort eben seitens der Biden-Administration angedacht ist, beziehungsweise vorangetrieben wird, ist es ja so, dass wir hier im Hinblick auf beispielsweise die FDA war es, zwei Führungskräfte gesehen haben, die ihre Resignation schon vor einiger Zeit, also das ist jetzt locker einen Monat her, eben eingereicht haben. Und wo sich jetzt herauskristallisiert, dass die sich tatsächlich in Bezug auf diese ausstehenden Boosterimpfungen jetzt auch beispielsweise sehr, sehr skeptisch und zurückhaltend eben präsentieren. Eben weil sich mehr und mehr abzeichnet, dass das eventuell alles
nicht so läuft, wie man sich das eventuell vorgestellt hatte, auch besonders seitens der Politik im Hinblick eben auf den Impfschutz und dergleichen. Ich höre jetzt nicht direkt aus meinem Umfeld, aber zumindest mal so von entfernten Bekannten, dass da mehr und mehr auch sich Unmut breit macht. Also Impfung einerseits ja, aber dann ist man jetzt geimpft und jetzt soll man sich nochmal impfen, noch nicht mal nach einem halben Jahr später. Ja, da gibt es dann jetzt schon wieder den Bedarf, dann gibt es ja diese Möglichkeit, eben die Antikörper zu testen oder also den Antikörperanteil eben beispielsweise, wo einige schon wieder unter einem entsprechenden Schwellenwert gefallen sind, wo sich auch die Frage stellen, wofür habe ich mich jetzt überhaupt impfen lassen? Dann wiederum gibt es welche, bei denen ist dieser Schwellenwert derart hoch übertroffen, aus welchen Gründen auch immer, dass sich mehr und mehr natürlich die Frage jetzt auch im Hinblick auf die abzeichnende Grippesaison beispielsweise und im Konfrontiertsein dann mit dem Coronavirus direkt in der natürlichen Umgebung so ein bisschen die Frage stellt, inwiefern dann es nicht zu irgendwelchen Überreaktionen des Immunsystems beispielsweise kommt. Also da machst du dir dann auch sicherlich Gedanken, wie sich die Situation da genau darstellt. Wie gesagt, ich habe das nur so also entfernt mitbekommen. Und es steigt auch immer mehr der Unmut, auch im Hinblick jetzt auf den Druck, der eben jetzt aufgebaut wird. Jetzt kommen wir in diesem Zusammenhang, kommen wir in den Bereich. Ich habe es heute Morgen beim Bäcker gesehen, Bildschlagzeile. Ich wundere mich, dass es jetzt erst kommt, ehrlich gesagt, dass jetzt plötzlich 50-Euro-Scheine irgendwie verteilt werden sollen als kleiner finanzieller Anreiz, damit sich Leute impfen lassen. Das ist ja durchaus eine Studie, also ausgehend von auch kognitiven Impulsen, so nenne ich sie jetzt mal, die da gesetzt werden, dass Menschen bis zu einem bestimmten Punkt einen finanziellen Anreiz benötigen, um eine entsprechende, dann in dem Fall Aktion zu tätigen, also eine Impfung zum Beispiel zu erhalten. Vor dem Hintergrund dessen, was sich allerdings abgezeichnet hat, glaube ich, wird das nicht so funktionieren, nicht mehr. Denn also jetzt, ich stelle mir jetzt gerade vor, ich war bis hierhin skeptisch in Bezug auf die Impfung und jetzt bin ich jemand, dem wird jetzt ein Geldgeschenk gemacht, damit er sich die Impfung holt? Das wird meine Skepsis eher noch befeuern. Also, das ist, ne, dass ich glaube, dass da einfach zu viel schon passiert ist. Das ist zu viel Wasser den Rhein runtergeflossen, als dass man mich jetzt infolgedessen eben davon überzeugen könnte. Das ist der erste Gedanke, den das bei mir eben tatsächlich triggert, ob das nicht sehr kontraproduktiv ist vor dem Hintergrund all dessen, was man mittlerweile weiß und was man sich hat auch an Informationen beschaffen können und auch vor dem Hintergrund der Art und Weise, wie die Politik sich präsentiert hat. Ich glaube, also rein kommunikativ, die brauchen sicherlich viele Berater, auch in Zukunft dann in diesem Zusammenhang, die dort eine bessere Kommunikation auf den Weg bringen. Ich glaube, da sind viele Sachen nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen müssen, um die Leute jetzt in irgendeiner Form zu überzeugen. Und genau diese Spannung, die sich halt aufbauen, wie gesagt, also ich schließe jetzt mal den Kreis, um nicht um das ausufern zu lassen, die Spannung, die sich dort einfach beginnen, eben aufzutürmen. Und die potenziell eher noch zunehmen dürften, auch jetzt im Hinblick eben ganz besonders dann auf die anstehenden Monate. Und wir sind uns alle einig, es wird definitiv einen Lockdown geben. Also der wird allerdings eventuell einen ganz bestimmten Teil nur der unserer Gesellschaft treffen, infolgedessen sich dann Spannungen durchaus zeigen würden. Also das bezieht sich jetzt nicht nur tatsächlich oder erstmal konkret auf Deutschland, aber auch darüber hinausgehend dann sie eventuell auch auf andere Länder. Und ich finde das erstaunlich, wie wir in dem Zusammenhang eben überhaupt gar nicht das irgendwie eingepreist sehen, aus versicherungstechnischer Perspektive hier. Dass das, also das ist ein unglaublicher, ja, wie soll ich das nennen? Hochmut ist das falsche Wort. Das ist eine fast schon Selbstgerechtigkeit, ja, teilweise, dass wir hier in diesem Zusammenhang eben überhaupt nicht in irgendeiner Form eingepreist sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da eben tatsächlich früher oder später eventuell mal so ein Impuls geliefert wird, der zeigt, dass wir hier einfach Risiken massiv unterpreisen, die sich dann plötzlich schlagartig widerspiegeln, beziehungsweise wo dann eben plötzlich so ein Trigger-Event kommt, welches dann so eine Art Domino-Effekt eben entsprechend auf den Weg bringt. Ja, also jetzt bin ich ein bisschen von höchst auf Stöckchen gekommen. Das war jetzt im Hinblick eben. Das war jetzt im Hinblick auf hier die Frage nach Evergrande und dem Wix und dergleichen und so weiter und so fort. Kommen wir ganz kurz auf den Bitcoin hier zu sprechen und die aktuelle Performance, die wir dort zu sehen bekommen. Gestern, dieser Bereich, den ich zum Thema gemacht habe, 17.200 roundabout, konnte erneut verteidigt werden. Also wir sind gestern früh,
Das war im Morning Meeting, hatten wir es hier zum Thema gemacht. Um 5, also um 10 hatten wir das Morning Meeting. Hier hatten wir eben entsprechend diesen ersten Push und dieses Halten zum Thema gemacht. Wir sind dann nochmal in den Nachmittag in diesem Bereich gelaufen, konnten diesen Bereich erneut verteidigen. Spätabends haben wir den nochmal getestet, erneut verteidigen können. Ich finde das ein unglaublich starkes Signal, was hier in dem Zusammenhang geliefert wird, weiterhin, und denke, dass wir allerspätestens mit Break über die 48.400, 48.500er Marke ein klar bullisches Signal geliefert bekommen, welches im Falle hier von Bitcoin dann den Weg ebnet, mindestens in Richtung nochmal der 50.000er Marke, eher nochmal höher, den Bereich um 53.000 aktiviert. Nicht zwangsläufig heute, aber durchaus etwas, was wir in der kommenden Woche auf dem Schirm haben sollten. Und auch hier, natürlich, die zweite Alternative ist, dass wir wieder die 47 anlaufen und diesmal die 47 droppen. Das Interessante an solch einer Herangehensweise ist eben, dass wir ein Level haben, gegen das wir einfach riskieren können. Ein klar identifizierbares Level. In dem Fall ist es eben jetzt, wenn ich jetzt entscheiden würde, Market Bitcoin in dem Bereich long zu traden, habe ich einfach hier mal ein ganz konkretes Stop-Level bei 47.000. Da hätte ich mal einen Stop setzen und würde sagen, wenn wir dieses Level droppen, dann will ich sowieso nicht mehr long sein, weil dann sehen wir eher eine tiefere Korrektur, die uns wahrscheinlich sogar bis in Gefilde 46, vielleicht sogar 45.000 führen kann. Solange wir allerdings die 47 halten, ist es so, dass wir eher den Break höher mit dem entsprechenden Stint in Richtung 50.000 eben erwarten sollten. Und ja, somit also ein durchaus interessantes Bild auch, wie sich das in Bitcoin darstellt, besonders eben vor dem Hintergrund des Haltens dieser 47.000er-Region an dieser Stelle. So, Da bin ich komplett raus. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute geimpft sind, wo da die Impfquote tatsächlich liegt, weltweit, global, Herdenimmunität angestrebt bei 80%. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, dass das alles irgendwelche Zahlen sind, denen ich sowieso nicht mehr so eine wirkliche Glaubwürdigkeit, also zumindest ganz besonders hier in Bezug auf Deutschland eben geben würde. Egal, welche Zahl ich präsentiert bekomme, welche Zahl da vom RKI läuft oder sonst dergleichen. Ich bin da komplett raus. Ich glaube da keiner News mehr, keiner sonst dergleichen. Das ist im Hinblick auf die Impfung eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich selber, die sich jeder für sich selber da in dem Zusammenhang treffen sollte, wo es keinerlei, nicht nur keinen Zwang geben sollte, wo jeder nicht nur für sich selber entscheiden sollte, sondern auch unabhängig von dem entsprechenden Input von außen sich da abschneiden sollte. Demnach bin ich genau auf diesem Pfad jetzt eingekehrt, eben tatsächlich auch bei allen eventuell sozialen Konsequenzen, die das haben könnte, mit Abschneiden irgendwie, dass man mir in irgendeiner Form verbieten möchte, irgendwelchen Zugang zu irgendwelchen Restaurants oder Fitnessstudios oder sonst dergleichen. So sei es, ja. Also ich habe 7, 8 Monate im Lockdown mit allen anderen verharrt und habe gesehen, dass es geht. Und demnach, das ist alles, was ich da in dem Zusammenhang dazu zu sagen habe. Also wie gesagt, deswegen mich das auch gar nicht mehr interessiert. Das ist eine rein individuelle Entscheidung. Und da kommt mir zugute, dass ich sowieso so ein bisschen, ja, vielleicht auch eigenbrötlerisch unterwegs bin. Und dass mir das dann komplett abgeht. Also demnach, keine Ahnung, wo da irgendwelche Quoten sind. Und ich glaube auch mit einer Herdenimmunität von 80%, die da angestrebt wird, oder von 85%, es wird nicht aufhören an der Stelle, sondern es wird immer weitergehen. Ja, also jetzt hat man Gefallen daran gefunden, Menschen eben zu kontrollieren. Man hat einen Weg gefunden. Man hält die Angst ganz bewusst hoch, dass es nicht nur bei 80% bleibt, sondern möglichst alle sich wirklich impfen lassen und früher oder später mit diesem QR-Code da in ihrem Smartphone durch die Gegend laufen und überhaupt gar keine Schwierigkeiten mehr damit in irgendeiner Form haben, Auskunft über ihren Impfstatus oder über eine gesamte Gesundheitssituation beispielsweise zu geben. Ich finde das zutiefst irritierend. Also man darf da gar nicht drüber nachdenken. Wenn ich mir vorstelle, man geht ins Fitnessstudio, muss dann irgendwie seinen Impfstatus irgendwie in irgendeiner Form abgeben oder dergleichen oder ins Restaurant und man macht das mit vollständiger Selbstverständlichkeit. Also ich weiß nicht, ich finde das, bei genauer Betrachtung finde ich das ziemlich irritierend, aber solange es die Gesellschaft mitträgt und es da kein Aufbegehren gibt, ist das wahrscheinlich dann das neue Normal, welches wir akzeptieren sollten für uns an dieser Stelle. Ja,
Ich will gar nicht, ich will gar nicht weiter darüber reden, ehrlich gesprochen. Wie gesagt, bezogen auf den Markt ganz besonders, ist es einfach so, es ist überraschend, wie wenig das eingepreist wird. Auch wie wenig aggressiv sich das irgendwie widergespiegelt hat, auch im Anstieg im VIX innerhalb dieser Korrekturbewegung, die wir im S&P zum Beispiel gesehen haben. Ich finde das erstaunlich. Das hatte mit mehr und mehr, ich habe so ein bisschen den Eindruck gewonnen, das war so eine Art kontrollierter, naja, Crash ist das falsche Wort, aber eine kontrollierte, sehr kontrollierte Korrektur einfach, die wir hier zu sehen bekommen haben. Und das ist eben etwas, wo ich an der Stelle eben, wie gesagt, so das Gefühl habe, dass man hier vielleicht auch eine Kontrolle über den Markt haben möchte, dann seitens der Notenbanken, mal gucken will, wie weit kann man es spannen, den Bogen, bis er schlussendlich bricht. Das ist so ein Gedanke, der sich bei mir häufiger in der letzten Zeit eben tatsächlich gezeigt hat. Ja, mal schauen. Also früher oder später, wie gesagt, könnte es da durchaus mal zu einer Überraschung kommen, ob das dann allerdings die Trigger-Events sind, wie beispielsweise die Fed-Taper und dergleichen. Das ist etwas, was eher wahrscheinlich nicht der Fall sein wird als Trigger-Event, sondern das ist eben so etwas wie Evergrande. Also das wäre zum Beispiel was gewesen, das ist jetzt plötzlich in den Medien aufgetaucht, beziehungsweise wurde es plötzlich zum Thema und ich dachte mir, das ist etwas, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich glaube, da wird uns dann auch bewusst, wie fragil die Gesamtsituation sich eben darstellt, vor dem Hintergrund dieses riesen Schuldenberges, den wir aufgetürmt haben und dann aus der Konstellation einfach wie die Möglichkeit auch kontinuierlich wächst, dass da eben früher oder später mal ein Funke überspringt, der den ganzen Baum dann zum Brennen bringt, den wir überhaupt nicht mit einkalkuliert haben, wo sich das dann allerdings beginnt aufzutürmen und wo dieser Dominoeffekt dann eben zum Zuge kommt und wo wir dann eventuell sehr dramatisch dann innerhalb kürzester Zeit sehen, dass wir einfach mal hier massiv Risiken einfach unterpreisen im derzeitigen Marktumfeld. So, ja, das wäre es meinerseits gewesen. Das wäre es meinerseits gewesen für diese Woche. Dann hoffe ich, ihr habt was mitnehmen können für euer Trading. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Lasst gerne ein Like hier, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst uns gerne wieder gemeinsam die Märkte scannen und analysieren am Montag. Wie gesagt, schauen wir mal, wie sich die Situation besonders in China rund um Evergrande übers Wochenende entwickelt. Ob es da irgendwelche News gibt, die Volatilität begünstigt. Ich bin erstmal gespannt, wie sich jetzt der Wochenschluss darstellt und ob es eben hier eventuell nochmal zu einer ähnlichen Entwicklung wie letzte Woche kommt. Im Hinblick auf den S&P wird es eben dann die Frage sein, ob wir die Region hier um die 4440, 4450 eben halten können. Falls nicht, ist da durchaus nochmal Potenzial bis in Gefilde bis 4370, 4400 Punkte mindestens. Und dann das Schlüsselevent nächste Woche, wo die Karten vielleicht neu gemischt werden. Schauen wir einfach mal. Mittlerweile bin ich eher so ein bisschen überzeugt davon, dass das zu offensichtlich ist, dass das ein potenzielles Key-Event ist, dass zu viele Marktteilnehmer immer darauf fokussieren sind, dass es einfach ein potenzielles Non-Event wird. Alles weiter auf jeden Fall nächste Woche Montag. Also, schönes Wochenende. Happy Trading. Passt auf die Stops auf und bis Montag. Ich freue mich. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.